Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie ihr am Thumbnail schon erkannt habt, geht es heute um Resident Evil 3. Und ja, für mich ist das Ganze eine ziemliche Enttäuschung gewesen. Warum? Das erzähle ich euch natürlich jetzt. Um eins vorwegzunehmen, ich werde Resident Evil 3 jetzt hier nicht schlecht reden. Es ist kein schlechtes Spiel. Es ist nur nicht so gut, wie es hätte sein können. Vor allem, wenn man es mit seinem direkten Vorgänger vergleicht. Denn das Remake von Resident Evil 2 hat in meinen Augen so ziemlich alles richtig gemacht, alle Boxen gecheckt. Und Resident Evil 3 hat ein paar Dinge, die mir insgesamt leider nicht so gut gefallen haben, weswegen ich Resident Evil 2 deutlich besser finde. Jetzt muss ich allerdings auch dazu sagen, dass ich auch schon in der Originalversion Resident Evil 2 als das deutlich bessere Spiel empfunden habe als Resident Evil 3. Und Nemesis damals hat mir von den ersten drei Resident Evil Teilen sowieso schon am schlechtesten gefallen. Auch wenn ich es natürlich trotzdem noch mochte, denn es war klassisches Resident Evil. Und das hat sich heute auch nicht geändert. Also ich mag Nemesis, ich mag Resident Evil 3, aber trotzdem bin ich ein Stück weit enttäuscht. Und ich fange einfach mal an, ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Das erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Gegner so ziemlich überhaupt keine Gefahr mehr darstellen. Egal wie viele Zombies, egal wie viele andere Viecher auf mich zugekommen sind, durch die Möglichkeit mit dieser Ausweichrolle auf R1 hatte ich nie das Gefühl, wirklich in Gefahr zu sein. Jetzt ist mir natürlich klar, dass es diese Ausweichrolle auch im Originalspiel schon gegeben hat und es im Sinne des Remakes natürlich Sinn macht, diese auch in das Remake mit einfließen zu lassen. Aber dadurch verliert das Game halt einfach die Bedrohlichkeit durch die Gegner, weil man kann jedem Gegner und fast jeder Attacke einfach ohne weiteres ausweichen. Auch in den Bosskämpfen funktioniert das relativ gut. Die sind natürlich ein bisschen herausfordernder als so 3-4 Zombies, die da auf einen zukommen. Und der einzige Gegner, der mich jemals wirklich gekriegt hat, war im letzten Drittel des Spiels ein Hunter. Da war ich nämlich nicht mehr mit voller Energie unterwegs und der hat mich halt einfach geköpft. Das ist das einzige Mal, dass ich in meinem Durchlauf bei Resident Evil 3 gestorben bin. Und ja, das war halt einfach meine eigene Blödheit, weil ich mich nicht rechtzeitig genug geheilt habe. Das zweite, was mir aufgefallen ist im Vergleich zum Vorgänger, ist, dass man die Zombies nicht mehr zerteilen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, in Resident Evil 2, wenn ich da lang genug auf einen am Boden liegenden Zombie mit dem Messer aufs Knie gehauen habe, dass das Messer das Knie dann irgendwann abgetrennt hat. Oder dass man auch mit der Shotgun einen Kopf abschießen konnte oder auch einen Arm oder sonst halt das Bein abtrennen konnte. Und das ist in Resident Evil 3 nicht mehr enthalten. Die Zombies sehen zwar immer noch hervorragend aus und nehmen auch sichtbaren Schaden, wenn man die trifft, aber es gibt keine herumfliegenden, abfliegenden, abgetrennten Körperteile mehr. Das ist für den einen jetzt vielleicht nicht so wichtig, hat auf das Spiel eigentlich keinen Einfluss, ist aber was, was mir aufgefallen ist, wovon ich überzeugt bin, dass das in Teil 2 enthalten gewesen ist. Und der nächste Punkt, der mir in Teil 2 deutlich besser gefallen hat und sehr, sehr, sehr viel zur Atmosphäre des Spiels beigetragen hat, ist die Bedrohung durch Mr. X, respektive Nemesis in Teil 3. Wo in Resident Evil 2 für mich wirklich die ganze Zeit hier meine Pumpe gegangen ist, weil ich wusste, dass Mr. X jederzeit um die Ecke kommen kann und man auch diese bedrohlichen, stapfenden Fußspuren von weit her gehört hat und der auch ziemlich unberechenbar einfach durch die Polizeistation gerannt ist und auch später im Spiel immer wieder präsent gewesen ist, habe ich bei Nemesis überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass der eine große Rolle spielt. Ich kann mich an exakt drei Abschnitte im Spiel erinnern, wo er mich verfolgt hat und ansonsten hat man von Nemesis eigentlich nichts mitgekriegt. Und das finde ich sehr, sehr schade, denn hier kann ich mich erinnern, dass mich Nemesis im Original Resident Evil 3 deutlich mehr gestresst hat als der Tyrant in Resident Evil 2. Denn ich hatte damals den Eindruck, dass Nemesis in der Urversion deutlich unberechenbarer gewesen ist als Mr. X in Resident Evil 2. Und jetzt ist es halt genau umgekehrt. Und selbst wenn er hinter einem her ist, ist es in meinen Augen überhaupt kein Problem gewesen, vor ihm zu flüchten, ihm zu entkommen und auch nicht wirklich mit ihm kämpfen zu müssen, weil er einfach auch keine Gefahr dargestellt hat. Also Nemesis hat es nicht einmal geschafft, mich zu killen, sondern halt, wie gesagt, nur der eine Hunter. Und das macht für mich einen großen Verlust für Resident Evil 3 aus, weil diese Anspannung, dass man die ganze Zeit Mr. X auf den Fersen hatte in Resident Evil 2 und man auch nicht sicher sein konnte, in welchen Gang kann man jetzt rennen, ohne dass der Typ durch die Tür kommt und mir einen Uppercut verpasst,
das hat Resident Evil 2 für mich zu einem sehr, sehr spannenden und sehr teilweise auch anstrengenden Spiel gemacht, weil ich diese Art von Bedrohung gar nicht mehr gewohnt war in meiner Gamerlaufbahn die letzten paar Jahre. Ich hatte mich eigentlich drauf gefreut, das mit Resident Evil 3 und Nemesis wieder zu bekommen, aber da hat das Spiel leider echt ein bisschen gefailt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein weiterer Punkt ist die Spieldauer respektive der Wiederspielwert, wo man natürlich in Resident Evil 2 durch die beiden Kampagnen im Prinzip die Möglichkeit hat, das Ganze viermal durchzuspielen und dabei auch einiges freischalten kann. Finde ich, kommt das in Resident Evil 3 sehr, sehr kurz. Erstmal ist das Spiel selber relativ kurz, das war das Originalspiel natürlich auch, wobei auch Resident Evil 2 im Original nicht besonders lang gewesen ist. Ich habe für meinen ersten Durchgang knappe 7 Stunden gebraucht und habe mir dabei relativ viel Zeit gelassen, habe alles erkundet etc. und habe auch nicht auf Zeit gespielt, aber ich habe keinerlei Anreiz, das Ganze nochmal zu spielen, das Ganze zu wiederholen oder auf einem höheren Schwierigkeitsgrad nochmal spielen zu müssen. Weil das, was man freispielen kann, und es ist wirklich nicht viel, mich zum Beispiel überhaupt nicht reizt. Ja, es gibt keine zweite Version der Kampagne, wo man anderen Figuren begegnet. Carlos ist natürlich Teil der Geschichte und man spielt ihn auch in 2 oder 3 Stellen. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, Carlos ist ja auch sehr gut präsentiert und auch die größere Rolle von Mikael finde ich sehr, sehr passend. Aber nichtsdestotrotz, wenn man Resident Evil 3 einmal beendet hat, was gibt es dann da noch zu holen? Wie ich gelesen habe, gibt es auch nur ein Ende. Also das, was man kriegt, wenn man, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad, das Ende sieht, ist das, was das Ende ist. Da gibt es nicht mehr zu holen. Und anstatt dem Mercenaries Mode, den ich im Original sehr, sehr gerne gespielt habe, kriegt man hier jetzt halt leider nur diesen für mich absolut völlig unwichtigen Online-Multiplayer mit dieser 4-gegen-1-Geschichte. Als ich das Spiel digital gekauft hatte und der Preload gelaufen ist, hat PlayStation das Ding natürlich gleich mit runtergeladen. Ich habe es mir nicht mal angeguckt, weil ich wusste, dass mich das nicht interessiert. Habe es gleich von der Festplatte gelöscht. Das spielt für mich persönlich halt überhaupt gar keine Rolle. Ist für den einen oder anderen vielleicht so ein nettes Obendrein-Spiel. Ich glaube, das lehnt sich ja an Sachen wie Freitag der 13. oder wie diese ganzen Online-Multiplayer-Dinger, die es da jetzt gibt, heißen. Aber das ist für mich überhaupt nicht relevant und das spricht mich persönlich halt auch gar nicht an. Nichtsdestotrotz ist Resident Evil 3 natürlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Es ist ein tolles Remake von einem alten Klassiker, das in der Urversion heute eigentlich kaum noch zu ertragen ist, weil es inzwischen leider wirklich kacke aussieht. Vor allem auf dem großen Fernseher mit einer hohen Auflösung merkt man halt, wie hässlich in Anführungszeichen PlayStation 1-Grafiken ist. Und wer Fan der Resident Evil-Reihe ist, dem kann ich das Spiel natürlich trotzdem empfehlen. Allerdings finde ich, die 69 Euro, die ich auf dem PlayStation-Netzwerk dafür bezahlt habe, für das, was ich an Spieldauer da rausholen konnte, für mich einfach zu hoch. Ja, also, wenn ihr die Möglichkeit habt, da vielleicht mal für 40 bis 50 Euro dran zu kommen, dann auf jeden Fall. Alles, was über diesen Betrag liegt, würde ich mir an eurer Stelle vielleicht überlegen. Es sei denn, ihr seid wirklich Hardcore Resident Evil Fan, müsst das Ding mehrfach beenden, müsst alles freispielen, was es freizuspielen gibt. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, das in dem Game auch zu tun. Und ja, abschließendes Fazit. Es ist kein schlechtes Spiel, es ist leider nur nicht so gut wie der Vorgänger. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Aber was haltet ihr denn von Resident Evil 3, dem Remake auf der PlayStation 4? Hat euch das Ganze gefallen? Hat euch das Ganze so gut gefallen wie der zweite Teil? Oder seid ihr relativ enttäuscht? Und welches Resident Evil wünscht ihr euch als nächstes als Remake? Ich habe heute Morgen ein Video gesehen, wo drüber gesprochen wurde, dass wohl ein Leak erschienen ist, der von einem Resident Evil 4 Remake spricht. Meinem Lieblings-Resident Evil, inzwischen muss ich sagen. Andere Leute wünschen sich daher lieber Code Veronica, ein Titel, den ich persönlich jetzt nicht so besonders sehr zu schätzen mochte. Aber da interessiert mich sehr, was sagt ihr dazu? Welches Resident Evil hättet ihr am liebsten in neu? Ich hätte auch nichts dagegen, wenn das, was sie mit Resident Evil 2 und 3 gemacht haben, auch Resident Evil 1 nochmal zugute käme. Da würde ich mich persönlich sehr drüber freuen. Das war's aber erstmal von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier auf dem Videospielplatz. Wenn euch das Video gefallen hat, like, share and subscribe. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.